Hallo, liebe Bastelfreunde. Heute machen wir eine sehr bunte Kerze. Dafür brauchen wir ganz viele Wachsplatten und Farben. Wir brauchen Karminrot, Hellrot, Orange, Sonnengelb, Lichtblau, Flieder, Mittelgrün, Braun, Kobalt, Maigrün und Weiß. Noch brauchen wir Regenbogenstreifen, eine Taube, Bleistift, Vorlage und Cuttermesser. Diese Kerze wird gefertigt ohne glänzende Teile. Dann fangen wir schon mal an. So. Das ist unsere Vorlage. Reste vom Wachs von vorherigen Kerzen. Und erster Teil. Wie immer, die Vorlagen sind spiegelverkehrt, weil wir drehen unsere Wachsteile um. So, zeichnen wir jetzt ab unsere Teil und schneiden. Jetzt brauchen wir Maigrün. Da schneiden wir Wiese raus. Nochmal gehen wir diese Linie nach. Zwischendurch immer Messer putzen. Das ist unsere Wiese, das brauchen wir nicht mehr. So, dann schneiden wir unseren Fisch noch aus. Fisch machen wir im Karminrot. Unser Fisch. So, Luftblasen machen wir nachher. Für Baumstamm nehmen wir braunen Wachs, unser Lineal und schneiden einfach eine lange Streifen. Daraus machen wir Stamm, Äste, alles.
Nächste Teil, wir schön noch benötigen. Es ist in dieser mittelgrünen Farbe ganz, ganz, ganz dünne Linie. Ungefähr 1 mm oder noch dünner. So, alle anderen Farben brauchen wir für Blätter. So, jetzt kommt in einen Satz unser blauer Handtuch. So. Und wir fangen an mit unserer Wiese. Erst einmal so viel machen fest, wie es nur hält auf der Kerze. Falls Sie müssen nochmal abmachen und korrigieren. So, und jetzt kommt der erste schwierige Teil. Wir machen unsere Regenbogen. So, wir fangen an mit Regenbogen. Unser Regenbogen trennt Wiese und Wasser voneinander. Erstmal leicht antippen, danach fixieren wir alles fest. Dieser Regenbogen geht wie eine große Welle von unten nach oben. So, jetzt kommt Grün. Jetzt kommt der blaue Teil. Und Flieder. Setzen wir unser Wasser. So, jetzt müssen wir schauen, dass unsere Kanten vom Bild, welches entsteht, laufen parallel unter dem Kanten der Kerze. Dass das bedeckt Regenbogen, ist nicht so tragisch. Regenbogen ist ja nicht fixiert. Machen wir alles hier schön fest und lösen lila und gelb-blau wieder mal ab und legen übers Wasser. So, jetzt machen wir schön fest.
Jetzt kommen Streifen zurück auf ihre Plätze. So. Jetzt müssen wir hier schon akkurat abschneiden. Das ist Müll. Und hier wir schneiden ab. Jetzt können wir ein wenig unsere Wiese fixieren. Und alles schön polieren. So, jetzt brauchen wir wieder unsere Vorlage, und zwar wir müssen aufbringen unseren Baum. Den setzen wir in unsere Mitte von der Kerze. Zeichen ihn ab. So. Jetzt spiegeln wir Kerze im Licht. Um unsere Linie gut zu senken, nehmen wir unseren braunen Streifen und fangen an, unseren Baum nachzulegen. Braune Streifen habe ich geschnitten, nicht gerade. Das ist unten, auf einer Seite ist ja dicker, auf anderer Seite ist etwas dünner. So kann man ja auch Äste in verschiedene Stärken bekommen. Wir fangen mit unteren Ästen an. Achten Sie, dass Sie schneiden Äste ein bisschen schräg. Dann können Sie besser mit dem Stamm ansetzen, sodass es schön akkurat am Ende aussieht. Schräg. Nächste Ast. Besser putzen, immer wieder zwischendurch. Jetzt sind wir fertig mit unserem Essen und können anfangen mit Blättern. Aber zuerst schließen wir diese komplett ab. Dafür nehmen wir unsere ganz dünnen Streifen, setzen am Regenbogen und führen diese entlang. So sieht die Kerze nicht so die Wiese, genau, nicht so blind aus. So, jetzt brauchen wir natürlich für einen Baum jede Menge Blätter. Dafür habe ich ja
Blätter angezeichnet, beschriftet, wo welche Farbe kommt und für mich eine Liste sogar erstellt, wie viele Blätter von welcher Farbe muss ich schneiden. Hier zum Beispiel steht 15 grüne Blätter. Dann fangen wir damit an. Jetzt, wir sind fertig mit unseren Blättern. Schön akkurat vorbereitet. In Häufchen, nach Farben sortiert. In richtiger Menge. Das kann auch ausreichen. So. Jetzt müssen wir sie nur auf den Baum anbringen. So, unsere Vorlage, unsere Spickzettel. Und jetzt geht's los. So. Ich fange mit größerer Menge von grünen Blättern. Abarbeite erst eine Farbe und danach steige ich auf nächste um. Danach kommt auf alle Astspitzen kommt grüner Blatt. So. So, nächste. Blätter müssen nicht direkt dran an den Ast sein, so wird Krone wuscheliger. So. Danach kommt Blätter kommen in Lücken. Eieiei. Ist schon Herbst, Blätter fallen. Einer. Wo haben wir noch einen? Bei diesem Ast sitzen zwei zusammen. Und hier kommt ein Blatt. So, dann nehmen wir uns nächste Farbe, zum Beispiel Gelb. Und machen weiter. Jetzt sind wir fertig mit unserer Blättung anbringen. Baum, schöne bunte Blätter. Wiese, welche kommt Beschriftung? Unser Regenbogen, unser Wasser. Im Wasser kommt unser großer karminroter Fisch. Brauchen wir kobaltblauen Wachs und daraus machen wir Augen für unseren Fisch. Das machen wir ganz einfach. Kleine Fitzelchen, machen daraus Kugeln. Einige
gemacht, akkurate Kugel. Und setzen ihn auf richtige Stelle. Andrücken. Und da haben wir schön akkurate Augen. So, leider dieser Trick funktioniert nicht mit weißem Wachs. Da müssen wir Kreise für Luftblasen schneiden von Hand. Weil wenn wir hier in solche kugelischen Rollen, Wachs wird alles anderes als weiß. Das wird ganze Staub von ihren Finger schön brav abgesammelt. So, zählen wir nach, wie viel brauchen wir davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Und jetzt geht's los. Letzte, neunte, ganz kleine. So, jetzt versuchen wir sie aufsetzen, genau so in Schlangenform oder Zickzackform wie auf der Vorlage. So, letzte Luftblase. Und zum Schluss kommt noch eine Taube auf die Kerze. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass Sie setzen weiße Taube auf weiße Kerze. Da ist Wachs sehr unterschiedlich, ist in seinen Eigenschaften. Und die weißen Tauben noch ja auch gefärbte Wachs und nicht transparente. Man kann diese Taube immer sehen. So, letzte Politura. Unsere Kerze ist fertig. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns Daumen hoch. Und abonnieren Sie unser Video. Vielen Dank für Ihre Zuschauen und viel Spaß beim Basteln.